herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Schiffssimulator, die Seenotretter mit mir in Sachsen Let's Player. Ja, unterwegs auf stürmischer See und dann noch in Schleichfahrt. Kann nichts werden, könnte meist einer sagen, stimmt allerdings auch. Also wir fahren hier gerade mit 10 Knoten, sprich auf halber Geschwindigkeit, ich glaube so ist das auch gewollt. Und wir haben eine verdammt lange Strecke vor uns. So, gibt's jetzt hier schon was Neues? Pete, ich habe Kontakt mit dem Heli. Er hat Sichtkontakt. Die Yacht treibt, sinkt aber noch nicht. Gute Nachrichten. Wann wird mit der Abbergung begonnen? Gar nicht. Der Seegang ist zu hoch. Er wartet auf unser Eintreffen. Dann machen wir mal so schnell wir können. Was denn so? Da kann sich doch Helikopter um, kann doch runterseilen und dann gib ihn. Was ist denn da jetzt das Problem? Hängt doch am Helikopter dran. Sehe ich, wie viele Kilometer außerhalb hier gefahren. Wundert mich bei der Geschwindigkeit nicht. Gut, der Kurs stimmt, das heißt, vor uns müsste dann auch irgendwann das gute Stück auftauchen. Man hofft es zumindest, wenn ich ehrlich bin, man hofft es jetzt wirklich, weil wir fahren jetzt zur Zeit in 9 Minuten und ich darf nicht schneller fahren. Schlimm, 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 schlimm. Aber man sieht einfach noch gar nichts, die Sicht ist so bescheiden. Okay, jetzt passt. Korrigiere ich gerade noch mal aus. Wunderbar. 291 Grad halten und Gas geben. Und ja. Das Schöne ist, ihr könnt jetzt bis hierher spulen. Sagen, ja, ach komm, tue ich mir nicht an. Ah, da ist der Nabel, ja. Würde ich auch gerne machen, aber ich muss das spielen. Es wäre schön, wenn es da so im Spiel sowas wie Überspringen gibt. Bremen. Hier spricht Hermann Marwede. Wir kommen jetzt in die Nähe des Objekts. Gibt es Neuigkeiten zum aktuellen Aufenthalt? Marwede, wir fragen beim Hubschrauber nach. Marwede, wir haben neue Koordinaten. Sehr gut. Mal sehen. Arndt, die Annabelle vertreibt mit 7 Knoten nach Lee. Was sagst du dazu? Bei dieser Windstärke? Das glaube ich nicht. Frag mal nach, ob die nicht noch läuft. MRCC, bitte Hubschrauber kontaktieren, ob die Annabelle noch läuft. Moment. Positiv. Die Yacht läuft unter Sturmfock vor dem Wind. Na, da sieht doch alles weniger wild aus, wie zunächst befürchtet. Danke, MRCC. Sind in Kürze am gesuchten Objekt. Sehr gut. Gut, sie hält also noch dagegen und driftet nur mit 7 Knoten ab. Schon mehr Vorteil, wenn wir selber nur 12 Knoten fahren können. Langsam aber sicher müssten wir sie dann aber auch mal sehen. Wow! Das war auf jeden Fall nicht so geplant. Eieiei, langsamer ran. Das war schon mal der Beweis, wir können das Boot trotzdem mit rausnehmen.
So, wir fahren ja. Komplett hier an der vorbei. Ach, da ist er ja. Schön, wie die zwei hier vor Ort sind. Hermann Marwede hier. Können Sie mich hören, Annabelle? Mayday, Annabelle. Ja, ich kann Sie hören. Wir senden mit Notantenne. Mayday, Annabelle. Wir hören Sie auch. Mayday, Annabelle. Wie geht es der Besatzung? Mayday, Annabelle. Den Umständen entsprechend gut. Hält die Besatzung eine Reise nach Helgoland noch durch? Ich denke, das kriegen wir hin. Mayday, Annabelle. Wir haben gehört, Sie haben Verletzte an Bord. Sollen wir abbergen? Mayday, Annabelle. Nein, ich denke nicht, dass das nötig ist. Wir haben die Sachlage mittlerweile gut im Griff. Mayday, Annabelle. Sind Sie seetüchtig? Mayday, Annabelle. Ja, wir können unter Sturmfock weitersegeln. Das Wetter bessert sich. Wir könnten es versuchen. Aber lassen Sie uns vorher noch die Lage abprüfen. Einverstanden. Vielen Dank. Mayday, Annabelle. Wir melden uns. Mayday, Annabelle. Verstanden. MRCC, hier Marwede. Marwede? Eine Abbergung ist nicht nötig. Der Helikopter kann entlassen werden. Wir übernehmen von hier an die Sicherung. Einverstanden. Wohin bringt ihr die, Annabelle? Wir eskortieren jetzt bis Helgoland. Die Yacht ist seetüchtig. Seid vorsichtig. Hermann Marwede, wir fahren dann los. Da ist heute noch mal alles gut gegangen. Das kannst du laut sagen. Wenn wir die Schiffbrüchigen angeleint über das Wasser hätten retten müssen. Das wäre wirklich unangenehm geworden. Wahre Worte. Wahre Worte und wahre Worte ist es auch, denn die Folge ist vorbei. Ja, wir schleichen jetzt erstmal weiter hier zurück. Da werde ich jetzt wohl einiges überspringen, wenn ich ehrlich bin, weil das wird jetzt ein genauso so langer Rückweg wie Hinweg, würde ich sagen. Deswegen danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dementsprechend im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss.